In diesem Jahr wird 850 Jahre Aue gefeiert. Bestandteil dessen der Tag der Sachsen. Dazu gibt es viel zu erzählen. Susanne Küchler und Markus Hoffmann sind daher in die Rollen des Bademädchens und des Blaufarbenwerkers geschlüpft und so ab Freitag in der neuen Folge der Sendereihe Treffpunkt kulinarisch zu sehen. An der Seite von Fernsehkoch Benjamin Unger berichten sie über die Festvorbereitungen. Zubereitet wird dabei Hähnchenbrust im Parmaschinkenmantel mit Spargel, Zwiebeln und Kräutern. Dazu gibt es ein Schichtdessert aus Mascarpone-Creme und Erdbeeren.